Hallo und willkommen zu City Skylines. Dankeschön, dass du eingeschaltet hast. Vergiss nicht zu abonnieren, dann verpasst du auch nichts mehr. Und weiter geht's im Campus DLC. Heute mit einer speziellen Mission, denn wenn ihr das Hadron Collider, oder Collider, was weiß ich jetzt, aufgestellt habt, was quasi euch mit Unmengen an Schulplätzen und Arbeitsplätzen versorgt, funktioniert das Campus DLC nicht wirklich, weil man sieht, man hat genug Plätze, da braucht keiner zur Uni gehen, weil einfach alle sofort gebildet sind. Wir haben jetzt in unserer Universität das Studienjahr fast um, aber ohne einen eingeschriebenen Studenten drin zu haben. Ausgaben haben wir bei 11.480, liegt daran, dass wir ein akademisches Werk gerade am Start haben, was man machen muss, damit die upgegradet wird. So, ich lasse das aber trotzdem mal weiterlaufen. Sollte gleich ein Bild reinfliegen, wo dann die Ergebnisse sind von der Uni. Also die Dozenten sind gerade an der Arbeit von dem akademischen Werk. Studenten haben wir leider nicht. So, und ich habe ja gesagt, wenn ich das Gebäude hier wegmacht, das ist ein Monument, sind natürlich alle ein bisschen angepisst, kann man eventuell nachher wieder reinbringen, aber wenn er das drin hat, funktioniert das Campus DLC gar nicht mehr. So. Ich überlege gerade, ob wir die Ebene dann schon mal irgendwie wieder ready machen für ein paar andere Sachen. Ton habe ich, ne? Ton habe ich, okay. So, dann gehen wir nochmal her und machen hier den Boden weg. Top. Also ich habe ja hier diesen netten Asphaltboden reingemacht. Den mache ich ja gerne bei Monumenten. Einfach damit schön aussieht. Oder angeglichen aussieht ein bisschen. So. Dann kommen jetzt da Gebiete rein. Ich hoffe, keiner ist traurig, dass wir das entfernen mussten. Wahrscheinlich feiern das eher alle, als es traurig finden. Kann er mal... Ah, hier, okay. So, machen wir bis hierhin. Geil, falscher Knopf. Und jetzt packen wir hier, was brauchen wir denn? Gewerbegebiete noch rein. Aus geiler Herstellung ist hier nämlich. So. Das Gebiet ist upgegradet und unsere Schulen brauchen jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit. Grundschulen haben wir genug. Oberschulen haben wir genug. Und wir jetzt, wir brauchen gar keine Schulen bauen. Cool. Finde ich gut. So, der Rest ist auch nicht da. Sehr gut. Und ich habe gerade her oder bin gerade hergegangen und habe hier noch eine U-Bahn-Haltestelle hingemacht. Da ist zwar schon eine. Wo ist sie? Da. Aber hier ist auch nochmal eine. Die ist noch ein bisschen näher da dran. Ich hätte die natürlich jetzt hier reinmachen können, aber die U-Bahn geht so. Achtung. So. Hier hoch und geht dann hier hin. Wo ist es? Dahin. Also wir haben hier sehr viele U-Bahn-Haltestellen in dem Bereich. Hier, das wird wahrscheinlich eine Umsteigehaltestelle, damit hier dann noch eine hinkommt und dann hat man hier das Gebiet auch noch verwurstet. Ich würde sagen, da machen wir auch direkt mal eine U-Bahn-Haltestelle hin, damit der Peter es nicht vergisst. Oder wir machen erstmal eine Straße dahin, weil das sonst mit der U-Bahn nicht funktioniert. So. Und zwar, warte. Ich würde ganz gerne eine setzen, die dann nicht unbedingt hier eine Kreuzung macht, aber dass wir da eine haben an der Stelle. So, U-Bahn-Haltestelle. Top, Peter. Hast du wirklich super gemacht. Einen weiter brauchen wir. Aber dann kann man die Straße auch wieder setzen. Also da geht's nicht. Da könnte man das machen. Das wäre zu weit weg. Machen wir hier. So, und dann... Da, Studienjahr. So, Studienjahrbericht. Akademische Werke. Wir haben es geschafft. Endlich. Campus-Attraktivität 175 und Reputationslevel erreicht, unbekannt. Geil, wir sind unbekannt und haben jetzt immer noch dieselben Sachen wie vorher. Obwohl, wir haben eine pädagogische Fakultät, die hatte ich letztes Mal noch nicht. Und wir haben das 28 Sherps Later, alles klar. Von Studenten gedrehte Neufassung des mit dem Chirper Globe ausgezeichneten Filmklassikers, mein Gott. Okay, werden wir uns gleich drum kümmern. Perfekt. So, das wird quasi eine U-Bahn-Haltestelle. Wer hätte das gedacht, die den Kreis hier versorgt, wenn wir genug haben. Aber erstmal ausgeschaltet und jetzt haben wir quasi Level, beziehungsweise nicht Level. Wir haben ein akademisches Werk geschafft, hier. 500 Studenten brauchen wir noch. Und wir machen ein neues akademisches Werk in Richtung Musik. Los geht's. Muss man halt immer nebenbei machen. 500 Studenten brauchen wir noch und Attraktivität müssen wir noch ein bisschen steigern und dann sind wir quasi auf dem nächsten Level. So, jetzt ist aber die Frage, warum kommt denn hier keiner hin? Ich glaube, wir haben noch genug Universitäten, kann das sein?
Wo haben wir denn Unis? 1, 2, 3. Da ist auch eine relativ große Uni. Die lassen wir. Wir machen jetzt hier die weg. Diese Uni. Da ist gar keiner drin. Und kostet 2000 die Woche, ey. Da ist keiner drin und kostet voll viel Geld. Kein Problem. Da machen wir dann die kleinen Gebäude rein, was glaube ich. Zack. Genau, wird sofort angenommen und die ziehen hier ordentlich ein. Wahrscheinlich alles kaputt. Ah, genau, hier war gar keine Schule. Alter, uiuiui. Aber die Kapazität von Grundschule und so ist immer noch sehr hoch, ne? Ah, okay, Universitäten haben wir jetzt reduziert. Aber hier bauen wir jetzt auch mal eine Grundschule irgendwo rein. Warte. Hier ist eine sehr fette Haltestelle. Wo haben wir denn noch eine von den Bahnen? Hier. Grundschule auf die Ecke. Auf deinen Nacken. Wird das eigentlich erfunden? Jetzt mal ganz im Ernst. Okay, da könnte eventuell noch ein Gebäude entstehen. Ist aber sehr, sehr klein. Jo. Gut, Grundschule steht. Campus ist jetzt auch da. Jetzt bitte, Studenten, bitte kommen. Ich glaube, wir haben echt ein Problem, ne? Ich glaube, das Problem ist, was wir haben. Jetzt kommt es nämlich. Ich glaube, die sind schon alle gebildet. Da auch, da ist keiner mehr drin. Gebäude ist abgeschaltet. Komm, einzige Uni, die jetzt da ist, hier. Immer noch keine Studenten. Und jemand fragte auch, warum ich denn oder warum das Spiel immer noch so langsam läuft, wenn ich quasi auf 3 Geschwindigkeiten steige. Mach. Da kannst du, glaube ich, mal in den Autos gucken, ne? Besser an den Leuten. So. Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Stufe 3 unterscheidet sich zu Stufe 2 gar nicht mehr. Liegt daran, je größer eure Stadt ist, desto mehr muss das Spiel berechnen. Je größer eure Stadt ist, desto weniger, wie soll ich sagen, kommt das Spiel hinterher. Was ist das eigentlich für ein Symbol? Das neue, ne? Zu wenig Dienstleistungen? Was ist das denn jetzt für ein Button? Übrigens, wir haben Natural Disasters DLC mittlerweile auch implementiert. Aber das werde ich hier nicht bauen können. Einfach aus dem Grund, habe ich schon öfter erzählt. Es gibt Bunker. Und damit nur einen Stadtteil voll zu machen, um dann Katastrophen auszulösen, macht absolut keinen Sinn. Weil dann kommt hier ein Tsunami an, der überschwemmt hier alles. Und hier vorne können die Leute in den Bunker rennen. Das macht keinen Sinn. Deswegen ist das so. Was wir setzen könnten, ist vielleicht mal ein Antennenmast, damit alle zufrieden sind. Den könnte man sogar hier hinsetzen. Also eine gewisse Funkabdeckung sollte da sein. Dann haben wir zumindest ein bisschen Zufriedenheit gemacht. Aber das ist echt komisch. Welche Dienstleister fehlen denn hier? Steht auch einfach nicht. So, warte, Krankenhaus. Ja, Krankenhaus fehlt hier zum Beispiel. Okay. Jetzt sind die aber pingelig geworden, ne? Okay, alle zufrieden. Was haben wir noch? Krankenhaus am Start. Feuerwehr? Ah, ne, Feuerwehr habe ich ja gar nicht. Hier. Feuerwehr ist da. Polizei eigentlich auch. Ah, das war's. Der eine ist zufrieden jetzt. Okay, lass mal den Rest mal da stehen. So, ziehen die Leute in unsere Uni ein. Campus Gelände Info. Immer noch keine Studenten. Ich glaube, das Spiel ist nicht gut jetzt gerade. Es ist nicht gut zu uns. Komm, kostenlose Mittagessen. Ein pro Student. Und universelle Bildung. Erhöht Campus-Attraktivität um 20%. Erhöht Zufriedenheit von Studenten. Keine Einnahmen. Ja, komm. Studiengebühren müssen. Bin ja kein Wohlfahrtsverein. Komm, wir machen das. Wie heißt das? Den Campus, das Campus-Sportgelände. Ein wunderschönes Campus-Sportgelände. Oh ja, ich überlege gerade, wie wir die Straße, die Mason Street, die können wir mal eben hier anschließen.
Dann werden wir die Mason Street hier mal trennen. Meckert das Ding da auf jeden Fall. Das Ding. Machen die dann bis hier. So. Eine Sackgasse. Aber hier werden nachher 8 Millionen Leute vorbeilaufen. So, und wir machen jetzt das Baseballstadion. Wo haben wir es? Da. Schulsport. Museen. Hier, Universitätssport. Baseballstadion. Macht das immer so ein Geräusch? Ich weiß es nicht. Oh. Und da werden sehr viele Leute hinfahren, kann ich mir vorstellen. Vielleicht drehen wir es lieber so. An die Hauptstraße. Alle freuen sich. Kostet richtig Asche. Wir haben die International University, Leute. Ah, Internationale Universität DLC City Spartans. Okay. Kommt schon alle. Guck mal, das ist, weil ich das da hinten aktiviert habe. Das zählt als ein Stadion. Krass. Ein paar Parkplätze davor scheint zu reichen. Wenn man mal die Sitzplätze zählt, auf die Autos teilt, wahrscheinlich nicht. Aber wir haben ja unser Lieblings Asset dabei. Und zwar diese wunderschönen Parkplätze. Oh, warte mal. Kleine Änderung, sonst fahren die, glaube ich, von hier drauf. Den versetzen. Wir hätten alle versetzen können. Aber hätte länger gedauert, als wir die jetzt neu bauen. So, dann passt das auch hier mit. Dann können wir jetzt hierher gehen. Ein paar Bäumchen auswählen. Und ich hoffe, dass jetzt mal langsam Studenten kommen können. Sonst fangen wir unsere nächste Stadt an im Winter. Mit Winteruni. Okay, Winterunis gibt's nicht. Aber mit, ne? Wisst ihr Bescheid? Hoffentlich. Andere Seite bauen wir jetzt aber genauso. Das sind. Warte, wie viel brauchen wir? 4, ne? Wer dann hier? 1, 2, 3, 4. Ich glaube ja. Ich glaube schon. So, dann machen wir hier nochmal Bäumchen. Guck mal, als wenn das so gemacht ist, dieses Gebiet. Unglaublich. Unser Baseballpark. Nice. Okay, ich glaube, richtig fette Baseballstadien sind auch nochmal so umrandet, umringt. Und ich hoffe, man sieht das Spiel. Fände ich mal interessant. Oh nein, die Autos. Ah, die müssen jetzt alle da rum. Okay. Ist ja klar, ne? Die müssen jetzt überall herlaufen. Auf ihren Parkplätzen. Hier gibt es auch Parkverbot. Parken verboten. Hier. Genauso wie die Straße hier. Und hier die Hauptstraße hat auch Parkverbot. Wäre mal mega Chaos, wenn hier vor Parken erlaubt wäre. So. Schon läuft es. Und ich glaube, die spielen gleich auch. Nice. Kann man sich so eigentlich über Wasser halten, indem man nur Sportgelände hat? Ich weiß es nicht. Wäre auf jeden Fall sehr witzig. So, das haben wir schon mal fertig. Das kann dann hier rum. Man kann natürlich jetzt Wege hier so dran. Sollen wir da Wege dran bauen? Durch dieses Gebiet wäre schon irgendwie geil. Aber normale Wege. Keine Campuswege. Und ich finde geil, wie das Spiel immer langsamer wird, ey. Warum snappt es denn immer noch? Ah, okay. Ist klar. So, dann kann man da echt schön drumherum bauen. Hier auch nochmal. Ja, da müssen wir mal gucken, wie weit das geht. Und die Straße endet. Ja, guck mal, die endet haargenau da, wo die andere auch endet. Wie viel Grad haben wir hier? Steht nicht. Sieht aber eher aus wie 45, oder? Vielleicht auch nicht ganz wie 45. Ich mach's einfach parallel. So ist gut. Wollen jetzt hier auch nicht noch rumkacken. So, dann noch ein paar Bäumchen. Steuerung A mal im Aus.
Bäumchen. Da machen wir aber Steuerung P an. Ne, Shift P habe ich es gelegt. Jemand sagt auch mal, ich soll alle Bäume, die es so gibt, in einen Baum legen. Da dachte ich mir so, boah, das wäre aber krass. Damit hier auch keiner den Ball am Kopf bekommt auf den Gehwegen. Boah, ich glaube, dann bist du aber auch platt, ne? Ich habe mal gesehen, vor Jahren hat einer ausgeholt zum Werfen. Und in dem Moment, wo der geworfen hat, ist vor ihm eine Taube vorbeigeflogen. Fand ich schon krass. Aber die Taube, die ist selbst geplatzt. Na, da waren auch wieder mehr Bäume. Mehr Bäume. Die ist unterm Naturschutz. Sorry, Leute. Nein. Boah, ich dachte schon so. Jetzt kannst du den, jetzt kann man den Baum nicht mehr wegmachen, ohne alles wegzumachen. So, das ist doch mal schön. Und Shift P, damit das nicht mehr passiert, weil da kann man echt alles setzen. Ganz viele Leute rennen dahin. Nächstes Spiel. Kostet 3.800 die Woche. Mal gucken, wie viel wir gewinnen. Ah, perfekt, wir haben einen Studenten. Ja, der zahlt 5 Dollar. Alter. Ja, mal ganz im Ernst, ne? Das ist echt nicht mehr schön. Hier, Grundschule, Oberschule, alles top, haben wir genug da. Universitäten, fehlt es wirklich an Plätzen, aber die gehen ja auch gar nicht hier hin. Da hat keiner Bock, hier hinzugehen. Was ist denn da los? Ich glaube, wir brauchen noch einen Lernsaal. Genau, das ist ja ein Lernsaal und wenn wir jetzt da noch einen hinbauen, ist der halt auch da. Schlafsaal, Lernsaal, Haus... Ah, warte mal, wo ist denn die Fakultät? Die war doch bestimmt hier hinten, ne? Da ist sie doch. Pädagogische Fakultät versorgt alle Schulen und Fakultäten mit Aushilfslehrern und Tutoren. Das erhöht die Studentenkapazität und verbessert die Effizienz der Ausbildung. Nice. Oh, das ist aber mal riesig, Alter. Aus wie so ein Raumschiff, was hier rumfliegt. Okay. Ja, könnte man hier so hinsetzen. Direkt hier an dem Weg. Boah, den verbinde ich jetzt einfach. Hat zwar gar keine Bewandtnis, weil die alle vorne rauskommen, aber sieht schöner aus. Steuerung A. Ist halt einfach nur ein Style-Weg wieder. Achtung. Genau. Wo man denkt so, ah, geil, da kann man herlaufen, aber ein ist der Haupteingang da. Und dann machen wir hier noch einen Lernsaal hin auf der anderen Seite. Direkt neben den Tigern, die hier rumlaufen. Voll geil. Oh, läuft einfach mal ein Tiger rum. Komm, ein Lernsaal noch. Wie viel Kapazität haben wir denn jetzt hier? 3 schon. Hammer. So, 15 haben wir schon Einnahmen. 2.700 könnten jetzt theoretisch auch sein. Oh, guck mal, wenn wir den Lernsaal noch hinbauen, dann haben wir, glaube ich, genau die Kapazität, die wir brauchen. Lernsaal. Ab nach vorne. Ich überlege, also, kann natürlich ein bisschen willkürlicher die Sachen hier reinbauen. Vielleicht so. Und dann kann man den Weg da mal dran machen, den normalen. Also was heißt den normalen, den hier von den Studis. So, Eingang und da geht's halt rüber. Ach, komisch, die haben irgendwie andere Bäume. Kann ich die wieder wegmachen? Das passt ja gar nicht. Ah, da geht's. Das geht zum Beispiel nicht in Freizeitparks. Vielleicht geht's mittlerweile, aber wenn man einmal Bäume gesetzt hat, Baumwege, kann man die nicht einfach so austauschen. Zumindest bei den Freizeitparks. Wie gesagt, hier geht's. Und viele Laufwege noch drumherum am besten. Warte. Oh, guck mal, da habe ich das Tastenkürzel benutzt. Geil.
dann bis hier hinten. Zack. Ja, das ist nochmal ganz cool. Kann man hier nachher noch ein paar, also keinen fetten Wald machen, wie bei den anderen Dingern, das ist ja Quatsch. 3-4 Bäume, noch ein paar Büschchen. Die sollen dich entspannen, ne? So. Dann nix. Unsere Universität wächst. Wie viele Leute passen denn jetzt hier rein? Universität, wir haben fast die Kapazität erreicht, die wir brauchen. Aber jetzt sollen die erstmal hinkommen. Wir haben, die haben ja keine Ausweichmöglichkeiten. Die müssen jetzt mal hier studieren. 4. Stellt euch das mal vor. Ihr habt ein riesiges Gelände und da sind 4 Leute. Da denkt man doch, was ist denn da los? Ah, Universitätssport. Boah, Abo. Bisschen teurer, ne? 35, sagen wir mal. Teamfarbe, weil die Dächer hier orange sind. Machen wir die auch mal orange. Ja. Das ist, glaube ich, Werbekampagne, ne? Cheerleader-Budget. Komm, machen wir mal 100er. Und das ist... Trainer einstellen, erhöht die Siegchance. Ach, da unten steht's. Alter, ist ja mal mega teuer. Nee, wir lassen das so. Wir gewinnen auch so. Wir schaffen das schon. Wir sind cool. So, die sind da. Da wird... Ja, die Farbe passt noch nicht ganz, aber geht schon. So. Ich mache jetzt hier noch ein paar Bäumchen hin. Aber ich würde mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Wahrscheinlich morgen. Und ich lasse das Ding jetzt mal ein bisschen laufen und hoffe mal, dass die Studenten da mal langsam reinkommen. Und, ja. Dann auch mal irgendwann da drin wohnen. Und vor allen Dingen lernen. Sonst macht es ja gar keinen Sinn. Sonst müssen wir echt eine neue Karte anfangen. Oh nein! Mit verschiedenen Bäumen im Schnee. Das wird cool. Und Kehrdiensten und dynamisches Wetter. Okay, haut rein und bis zum nächsten Part. Tschüss!